Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim war ja am Wochenende in Deutschland Erdogans Marionette. Sie kennen den, ne? Die türkische Antwort auf Jim Knopf. Yildirim war in Deutschland, um hier Werbung zu machen für die Verfassungsreform, mit der Erdogan die komplette Macht alleine übernehmen will. Und da war die Oberhausener König-Pilsener Arena natürlich ein passender Ort. Heute ein König, ich denke, der Slogan würde Erdogan gefallen. Und Yildirims Auftritt war ein Riesenerfolg. 13.000 Menschen bejubelten vor laufenden Kameras in einer deutschen Halle die Entstehung einer Diktatur. Als es das zuletzt gab, war die einzige Kamera im Saal noch die von Leni Riefenstahl. Yildirim wirbt für eine Reform, bei der sein Amt abgeschafft wird. Das ist ja das Irre. Der sagt, Leute, ich bin gekommen, um zu sagen, sowas Doofes wie mich braucht keine Sau. Hier, der sägt an dem Halbmond, auf dem er sitzt. Nach der Verfassungsreform wird die Türkei eine Diktatur sein, in der Erdogan Richter, Professoren und Minister ernennen oder absetzen darf, wie er will. Es gibt dann keine Gegner mehr im Parlament. Er kann sie alle ausschalten. Die Türkei ist dann ein Land, da fragt man nach einer Wahl nicht mehr, wann tritt die Regierung zusammen, sondern wen tritt die Regierung zusammen. Yildirim war rein privat in Deutschland, das sollte man nochmal erwähnen. Das ist ganz wichtig, er war rein privat. Das war auch die Bedingung, dass er kommen durfte, nur als Privatperson. Und wenn ich diese Bilder hier sehe, dann muss ich sagen, es ist doch tatsächlich, wenn das eine Privatveranstaltung ist, möchte ich doch gern mal zu seinem Geburtstag eingeladen werden.